Hallo, liebe Fußballfreunde, willkommen auf Fußball for Fans. Ja, das Rückspiel in der Bundesliga-Relegation zwischen Fortuna Düsseldorf und den VfL Bochum steht an. Am Montag um 20:30 Uhr in Düsseldorf. Ja, was war das ein Spiel, muss man schon sagen, von den Düsseldorfern in Bochum am Donnerstag mit ihrem 3:0 Auswärtssieg. Ein super Start in die Relegation, muss man natürlich sagen, für die Düsseldorfer. Ja, es war schon trotzdem ein spannendes Spiel. Die Bochumer haben von der ersten Minute bis zur letzten Minute, muss man trotzdem sagen, gekämpft. Auch wenn das Ergebnis dann deutlich mit einem 3:0 ist. Ja, beide Teams sind sehr gut ins Spiel gekommen. Bochum mehr am Anfang über die Standards. Aber dann kam auch schon der Eckball in der 13. Minute für Düsseldorf und es war schon eine ziemlich freche Ecke von Zolis von Düsseldorf. Hat den Ball reingeflankt, okay, und dann abgefälscht von Hofmann vom Bochumer ins eigene Tor. Das war dann relativ schnell das 1:0 für Bochum, aber für Düsseldorf. Aber die Bochumer haben nicht aufgegeben. Gleich in der 16. Minute ein Pfostenkopfball von Bernardo, von dem Bochumer, auch ganz knapp und danach kurz auch ein Tor von dem Bochumern, eigentlich das 1:1 von Bitek, aber es war dann doch abseits. Dann aber auch gleich weiter, Stöger in der 21. Minute per Freistoß ans Außennetz. Also die Bochumer haben schon noch ihre Möglichkeiten gehabt. Gut, nach der 21. Minute wurde es ruhiger, man hat weiter zwei gespielt, aber es waren dann mehr viele und enge Zweikämpfe beider Teams bis zur ersten Halbzeit. Also Düsseldorf ging dann schon halbwegs verdient 1:0 in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte haben beide Teams es ruhiger angehen lassen. Ja, und dann die Bochumer schon wieder mit etwas Glück. Da kam der Klaus durch von Düsseldorf. Aber Lute konnte den Ball dann noch um den Pfosten lenken. Daher noch 1:0. Dann aber in der 64. Minute kalt ausgekontert die Bochumer durch Zolis. Ein sehr schöner Pass auf Klaus und Klaus dann mit dem 2:0 für Düsseldorf in der 64. Minute, aber die Bochumer haben trotzdem nie aufgegeben, immer versucht weiter nach vorne zu spielen, spielerisch zwar nicht, aber kämpferisch durch ihre Standards. Dann aber halt das 3:0 durch Engelhardt für Fortuna Düsseldorf, wo man dann schon sagen konnte, das war dann die Entscheidung für Düsseldorf in Bochum. Aber die Bochumer haben trotzdem weitergespielt. Da hatten sie immer noch die Chance durch Bernardo und Antitwey, aber der Düsseldorfer Keeper konnte die Bälle dann doch abwehren. Aber auch Düsseldorf hatte noch die Möglichkeit zum 4:0 zweimal in der 82. Minute und 84. Minute. Aber Lute, der Torwart aus Bochum, konnte dann doch noch retten. Also 3:0 für Düsseldorf. Gehen Sie damit in das Hinspiel am Montag gegen den VfL Bochum um den Aufstieg in die erste Bundesliga. Ja, wie gesagt, da sehen wir ja auch gerade nochmal die Torschützen Hofmann, Klaus und Engelhardt. Das 3:0 für Düsseldorf. Schauen wir uns dazu aber auch noch ein paar Statistiken an. Man sieht hier dann auch gleich eigentlich alles ausgeglichen. Torschüsse 21 zu 17 für Düsseldorf. Laufleistung. Fast alle Werte sind ausgeglichen, bis auf zum Beispiel gespielte Pässe, da sieht man auch, oder auch den Ballbesitz, da sieht man, die Bochumer haben schon mehr vom Spiel gehabt und dass die Düsseldorfer auf Konter gespielt haben. Kann man auch machen, auswärts, und man sieht ja, es war erfolgreich. Fouls auch gleich, da hätte man es vielleicht sagen können, okay, noch ein bisschen mehr Kampf von den Bochumern, vielleicht wäre dann noch mehr gegangen, aber so muss jetzt Bochum gucken, dass sie irgendwie, man muss schon sagen, das Wunder schaffen, in Düsseldorf entweder 3:0 das auszugleichen oder 4:0 zu gewinnen. Aber das wäre schon fast ein Fußballwunder, muss man so sagen, weil die Düsseldorfer, darf man nicht vergessen, haben einen super Lauf und ihre Offensive, da müssen die Bochumer auch jetzt im Rückspiel weiterhin aufpassen, ist sehr, sehr stark der Düsseldorfer. Schauen wir uns mal die möglichen Aufstellungen beider Teams an. Ja, ich denke mal, der Trainer von Düsseldorf, Thione, wird da nicht viel ändern. Mit der Aufstellung, die er auflaufen hat in Bochum, ich denke mal, die wird auch so bleiben. Warum soll er was ändern? Vielleicht ein oder zwei Positionen, aber ich gehe mal davon aus, dass er dieselbe Mannschaft spielen lässt, die er auch in Bochum im Hinspiel aufgestellt hat. Wie gesagt, mit Fellmer im Sturm,
Tanaka im defensiven Mittelfeld oder Sobotka und Engelhardt im Mittelfeld. Links außen Zolich, ich denke mal, er wird spielen auf jeden Fall. Könnte ja vielleicht sein letztes Spiel sein für Düsseldorf, muss man noch abwarten. Beziehungsweise Klaus rechts außen und die Abwehr, denke ich mal, bleibt auch so. Joa links, Linksverteidiger, Weiß, Innenverteidiger, Oberstdorf, Innenverteidiger und Zimmermann auf der rechten Verteidigerposition im Tor. Einer der besten Bundesliga-Torhüter, Kastenmeier. Ich denke mal, so wird Thione spielen lassen, auch zu Hause jetzt gegen Bochum. Schauen wir uns die Aufstellung von Bochum auf. Ja, Butcher, wie lässt er spielen? Ich denke mal, er wird zwei Änderungen vornehmen. Einmal den Kapitän von Anfang an spielen lassen wird. Losilla hat er ja erstmal draußen gelassen. Und ob das so eine gute Entscheidung war, kann man jetzt sagen, eigentlich nicht. Ich denke mal, Losilla wird von Anfang an wieder spielen. Und eventuell links außen wird er vielleicht Antwi Adai vom Anfang an spielen lassen, weil man braucht natürlich jetzt im Bochum Tore, 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 was natürlich sehr schwer wird. Jetzt das noch aufzuhören, aber im Fußball ist alles möglich. Ich sage ich mal, ich drücke beiden Teams, Düsseldorf und Bochum, die Daumen, dass beide gewinnen sollen. Beide hätten es verdient, Bochum in der ersten Liga zu bleiben und Düsseldorf natürlich aber auch aufzusteigen in die erste Liga. Ja, liebe Fußballfreunde, was glaubt ihr? Ich tippe auf ein 2:1 Heimsieg und so den direkten Aufstieg, also Aufstieg von Fortuna Düsseldorf in die erste Bundesliga. Heißt natürlich auch dann, Bochum muss dann leider für die Fans und für den Verein in die zweite Liga. Aber vielleicht hat Bochum nächstes Jahr die Möglichkeit, vielleicht den direkten Aufstieg zu schaffen, was auch meistens schwer wird. In der Vergangenheit hat man es gesehen. So, mein Tipp, ein 2:1 für Düsseldorf gegen Bochum. Was ist dein Tipp? Schreib deinen Tipp in die Kommentare. Hat es dir gefallen, dann danke ich dir für ein Like und für ein Abo für Fußball for Fans. Verpasst auch hier meine anderen Fußballvideos nicht. Also dann, viel Spaß noch. Wir sehen uns. Tschüss.